Ich werde einfach in die Mine gehen und Fragen von euch beantworten. Jetzt nicht private Fragen, sondern einfach sowas zum Beispiel: Wie renderst du, mit was renderst du, welches Mikrofon hast du, sowas halt. Oder wie alt bist du, ist auch noch völlig okay. Alter, das war knapp. Und ja, sowas könnt ihr mich dann gerne fragen. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft, Bobash heißt das, glaube ich, hier. Ich kann ja mal schauen, ja, ich denke mal, das ist Bobash, oder? Ja, genau, Bobash. Bisschen verpeilt bin ich, denn ich habe eben Summer City aufgenommen, hatte meinen Mikrofonstecker nicht richtig drin, also mein USB-Kabel. Dann hatte ich davor auf Komme, das neue Spiel, das ist mein Break, glaube ich, heißt das, aufgenommen. Da habe ich mein Audio nicht mit aufgenommen. Nee, Quatsch, da hat das Video geleckt wegen diesem Action da. Weil ich auf 60 FPS aufgenommen habe. Dann habe ich, ja, halt wie gesagt, Summer City aufgenommen. Ja, Kabel nicht drin. Jetzt nehme ich Bowbash auf. Ich hoffe, dass jetzt alles klappt. Wenn ja, dann seht ihr das ja. Problem ist nur, es ist jetzt schon 15 Uhr. Wie viel Uhr ist es denn? 15.20 Uhr in etwa. Und das Video ist für heute noch nicht fertig, obwohl es schon um 13 Uhr hätte kommen müssen. So, gut. Jetzt habe ich mir gesagt, ich produziere jetzt einfach schnell ein Video mit einer witzigen Challenge sozusagen. Und zwar, wie ihr vielleicht seht, spiele ich mit FUV normal. Was für mich total komisch ist. Ich kenne es nur ein bisschen aus Summer City mit 80, aber hier ist ja nochmal übertriebener. Hier mit normal. Und ich spiele mit dem Shader einfach mal, kann man sich eigentlich gönnen. Sieht viel cooler aus beim Spielmodi. Wegen den Farben und dem Dandelion Texturenpaket. Ja, auch ziemlich geil. So. Puh, gut. Dann gehe ich mal hier hin. Obwohl, hält die immer? Doch, die hält doch für ewig. Dann versuche ich einfach mal hier kurz hier hoch zu gehen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht abgeschossen. Wäre sonst ärgerlich. Puh, ich hab's geschafft. Gut, auf jeden Fall, ich habe im letzten Video, beziehungsweise im Summer City Video, weil ich eben aufgenommen habe, ziemlich viele Informationen, gesagt, jetzt muss ich mich jetzt erstmal wieder kurz sammeln. Genau, und zwar, folgende Sache ist, ich möchte das nächste Summer City Video sozusagen, oh man, okay, egal, ich bin unten, war klar, ich möchte das nächste Summer City Video sozusagen so ein, ich gehe in die Mine und fahre mal wieder ein bisschen Dias. Ich weiß, dass Zipcraft jetzt auch ziemlich viele Dias gefarmt hat. Wir haben irgendwie 23 Stück und er hat sich schon Dia-Harnisch gecraftet, also läuft auf jeden Fall. Und die sind echt, die Aggro hier, die sind echt, oh, wir sind, müssen defensiv leider. Auf jeden Fall, Mann, das ist total schwierig mit dieser Sichtfeld. Auf jeden Fall, ich laber die gerade die ganze Zeit, weil ich mich immer so ein bisschen konzentrieren muss auf den Spielmodus noch. Hat er sich total viel Dias irgendwie gesnackt, beziehungsweise gefarmt. Und ich möchte es halt auch nochmal machen, wurde nämlich, ich habe es ja im letzten Summer City Video, glaube ich, gesagt, dass ich auch ein bisschen bessere Sachen haben möchte. Und da hat mir dann ein Abonnent in die Kommentare geschrieben, dass es cool wäre, wenn ich sozusagen ein Thema ansprechen würde oder Fragen beantworten würde. Und deswegen dachte ich mir, komm, das ist eine gute Idee. Ich werde einfach in die Mine gehen und Fragen von euch beantworten. Jetzt nicht private Fragen, sondern einfach sowas zum Beispiel: Wie renderst du, mit was renderst du, welches Mikrofon hast du, sowas halt. Oder wie alt bist du, ist auch noch völlig okay. Alter, das war knapp. Und ja, sowas könnt ihr mich dann gerne fragen. Da bin ich dann offen für. Ich werde alle eure Fragen dann beantworten, wenn sie halt nicht zu privat sind. Ja, ich werde einfach einen Bau abspammen. So, da ist er unten. Alter, die campen ja hier alle richtig hart. Gut, wenn ja die Fragen alle sind, ich hoffe, es werden viele Fragen, dann werde ich auf jeden Fall, Mann, das nervt echt, dann werde ich, was macht denn das Rückstoß? Ach, da ist auch ein Rückstoß drauf, dann behalte ich ihn einfach mal, werde ihn nicht einsetzen. Dann werde ich ein Thema ansprechen, werde ich mir dann noch eins rauspicken, wenn es zu wenig Fragen sind. Verpiss euch. Bin ich gleich eh unten. Ja, egal. Und ja, ich habe noch was zu sagen. Und zwar, was eigentlich ziemlich cool ist. Ich freue mich darauf, wenn es klappen wird. Also ist es ja immer noch so eine Sache mit den Eltern. Die müssen einem das ja auch erlauben, auch wenn es eigenes Geld ist. Wie habe ich denn das gerade gemacht? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich gerade so schnell abgebaut? Alter, keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr den Spielmodus besser als ich. Ich habe ihn zur Eröffnung mal mit Splexcraft gespielt, wollte ja immer meine Meinung dazu wissen. Und ja, ich fand eigentlich schon immer ziemlich cool. Und ja, also ich möchte mal ein neues Mikrofon kaufen. Das kennt wahrscheinlich niemand von euch.
Boah, das fuckt mich richtig ab, die ganze Leute hier. Und zwar das SE Electronics X1. Tut mir leid, dass diese Folge jetzt total verpeilt ist, weil ich immer wieder was anderes laber. Aber ich konzentriere mich gerade irgendwie echt hart auf so einen Spielmodi. Mann. Auf jeden Fall das SE Electronics X1. Ich kommentiere jetzt einfach nur noch dazu. Und ja, das ist ein ganz normales Mikrofon, wofür ich ein Mischpult gebrauche. Also ein, das ist irgendwie Nierencharakteristik ist da drin. Achso, die haben schon gewonnen. Achso, dann gehe ich einfach mal direkt in die nächste Lobby rein. Auf jeden Fall habe ich überlegt, dass ich mir das kaufe, weil ich möchte ja zum Beispiel auch Livestreams und sowas machen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd für mich, weil ich bearbeite ja meine Stimme, was heißt stark. Also ich bearbeite sie halt schon ein bisschen krass. Also naja, nicht wirklich krass, aber ich bearbeite sie in Audition mit einem Kompressor, so wie zum Beispiel Bomber HD das macht. Mache ich in Audition halt und Rauschentfernung und so. Und ich möchte einfach ein Mikrofon haben, wo ich das direkt über einen Mischpult regeln kann, wo da meine Stimme nicht ganz verfälscht ist. Das ist sie ja jetzt auch nicht. Ich habe halt einfach nur einen kleinen Kompressor drauf, der das so ein bisschen radio-moderatorisch macht da. Ja. Und ich möchte das sozusagen alles über einen Mischpult regeln, dass ich, wenn ich zum Beispiel streame oder mit Abonnenten im TS bin, übrigens, nicht wundern, der Voice Rudel TS, also mein TS, der geht gerade nicht, weil der ist alle. Also, und ja. Und auf jeden Fall, dass ich dann im TS, in Skype und sowas, wenn ich mit Abonnenten mit euch oder mit Freunden oder so rede, dass ich mich dann genauso anhöre wie in Videos. Weil ich mag das nicht, wenn ich sozusagen dann zwei verschiedene Stimmen habe. Also es ist ja jetzt nicht so verändert, meine Stimme. Sondern halt einfach nur ein bisschen bassiger und so. Und ich möchte das halt lieber so haben, dass ich dann das einheitlich habe. Habe ich hier gar keine Items gekriegt, das ist normal. Bisschen komisch. Und deswegen möchte ich mir das kaufen, hat auch ziemlich wenig Rauschen, das Gefühl, ach jetzt habe ich es, hat verdammt wenig Rauschen, also ist eigentlich so wie ein Rode NT1A, vom Rauschen her finde ich sogar noch besser, also das ist echt heftig, das rauscht total wenig und mit dem SSCD440 da von T-Bone, das ist natürlich nicht so gut wie so ein Mikrofon, das kostet ja auch doppelt so viel, beziehungsweise eigentlich mehr, nur ziemlich witzig ist, ich verliere nichts, deswegen kann ich mich runterfallen, ist mir egal, bisschen witzig ist, dass es das mit dem Thomann Popschutz gibt es das für 119 Euro und so gibt es das für 145 Euro und in einem Vocal Bundle, wo noch eine Spinne dabei ist, kostet das Ganze 175, also wie ein Rode NT1A. Ich kann das dann von der Mehrwertsteuer wahrscheinlich absetzen, also kostet es ein bisschen weniger für mich. Ich bezahle mit dem Mischpult dafür zusammen 130, weiß nicht genau. Und ja. Da habe ich mir dann vorgenommen, das zu kaufen. Ja, wie gesagt, ist halt mit den Eltern immer so eine kleine Sache. Müssen die ja auch erlauben, auch wenn es eigenes Geld ist. Kommt ja da manchmal dieser Moral da, ja, ihr müsst ein bisschen darauf achten, was ihr kauft. Hast du doch schon ein Mikrofon, so in der Art, und ihr wisst schon Bescheid. Und ja, auf jeden Fall wäre dann ziemlich cool, wenn ich mir das kaufen kann. Und dann werde ich auch livestreamen und so. Und ja, gibt's eigentlich gar nichts zu sagen, außer dass jetzt halt länger keine Videos kamen, beziehungsweise, okay, es kamen schon regelmäßig Videos, nur die Sache war, bisschen komische Videos, das letzte zum Beispiel, also der Rest war eigentlich völlig okay, nur das letzte Video war ein bisschen blöd, fand ich. Achso, schon wieder, okay, dann gehe ich einfach direkt noch eine andere Runde rein, ich verpasse das ja alles, wir hatten einfach 0 Wins, unser Team ist irgendwie total schlecht immer, egal, kann ich hier nur spectaten, ja. Hier gibt's auch noch. Gehe ich einfach mal da rein. Nein, jetzt ist voll. Gehe ich hier rein. Ja, also Videos kamen jetzt nicht so tolle. Also das letzte halt, das Gameplay da. Weil ich war einen Tag länger bei meinen Großeltern. Ich stelle mal ganz kurz, um das hier zu kriegen. Auf, Alter, ist das jetzt ein Unterschied. Auf, Quake Pro, genau. Auf jeden Fall war ich halt jetzt einen Tag länger bei meinen Großeltern da. Was dadurch passiert ist sozusagen, dass ich dann nur noch einen Abend Zeit hatte, um das Video für den nächsten Tag zu machen. Wobei dann spontan das so war, dass dann zwei Freunde zu mir gekommen sind und die haben dann übernachtet. Und ich möchte halt jetzt nicht aufnehmen, wenn Freunde da sind oder so. Und kann, denke ich mal, der eine oder andere nachvollziehen. Und ich möchte auch nicht mit denen aufnehmen, sondern einfach was mit denen zusammen machen. Und deswegen kam halt dann da wieder nur so ein Trash-Video, dieses Gameplay. Und dann habe ich hier mit diesem gleichen Kumpel wieder bei dem anderen gepennt. Und dann hat der wieder gestern bei mir gepennt, weil es geregnet hat und so. Also war alles total chaotisch eigentlich. Ich gehe jetzt einfach direkt hier hoch. Alter, was? What the fuck? Okay.
Alter, jetzt kommt eine scheiß S-Bahn, egal. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, das wieder rauszumachen. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Denn ich muss das Video wirklich schnell machen, weil wie gesagt, es ist schon 15 Uhr, 15, 15.30 in etwa. Und das Video sollte 13 Uhr kommen. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen und ich habe Ohrendruck gerade gehabt. Keine Ahnung warum. Komische Kopfhörer. Ja, versuch's doch. Ja, komm. Alter, was war das denn? Kann ich auch hier. Bumm. Sieht nur schön aus. Bringt aber nicht wirklich viel. Oder habe ich den anderen runtergehauen? Alter, ist das scheiße mit dem FUV zu spielen. Ich komme darauf gar nicht klar. Wenn der mich jetzt trifft. Ah, getroffen. Wow. Ach so, ich war noch da. Ach Mann. Egal. Auf jeden Fall, ja, deswegen muss ich das jetzt schnell aufnehmen, weil der war bis vorhin noch da. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht mit Freunden aufnehmen oder so. Und deswegen habe ich jetzt nicht geschafft, zeitlich um 13 Uhr ein Video zu bringen. Ich probiere jetzt übrigens auch mit Vegas zu rendern. Nur die Sache ist ein bisschen bei mir, ich möchte unbedingt, ach so, ach die kann man so schnell abbauen, okay. Ich möchte unbedingt, ich werde mal hier so einen kleinen Schutzwall bauen, dass ich da nicht rüberfliegen kann. So. Ich möchte nämlich unbedingt, ja komm ruhig her. Ich möchte unbedingt, jetzt bessere Video-Render-Einstellungen haben und das, ach schade, das kann ich sozusagen mit Vegas machen, also habe ich jetzt so gesehen, zum Beispiel Paluten und sowas rendert damit auch und ich finde die Videoqualität im 1080p von ihm einfach bombastisch, bei mir sieht es einfach so richtig kacke aus, ja, fragt mich halt nicht warum, das ist einfach so, ich kriege auch von anderen die gute Render-Einstellung, Mann, haben, kriege ich zum Beispiel auch die Render-Einstellungen von größeren YouTubern auch, aber das, keine Ahnung, das sieht bei mir trotzdem scheiße aus. Vielleicht hat der ein oder andere einen Tipp, wie es wirklich so richtig gestochen scharf aussieht. Wie es bei mir jetzt original in 1080p aussehen würde. Vielleicht die Bitrate nicht so hoch, aber mir geht es darum, dass der Text und das Inventar halt so richtig scharf ist. Das finde ich ziemlich nice, wenn es so ist. Da haben wir ihn, oder? Ja, wäre fast runtergefallen. Mann, ist das komisch mit dem FUV. Egal. Ich will übrigens mit dem Dandelion Texture Pack und mit dem Rudo Playstyler. Der Name ist auch nochmal in der Beschreibung, falls ihr jetzt das nicht wisst, wie der Mann das schreibt. Und ja, so gut. Hat mich nicht runtergehauen. Wo schießt der denn? Ach so. Ach so, den habe ich gar nicht gesehen. Egal, diesmal. Okay, wir sind trotzdem immer noch ziemlich schlecht. Die haben echt eine gute Taktik, diese Typen. Egal, ich versuche ihn runterzuhauen. Komm schon. Komm her. Mann, ist das mit dem FUV scheiße. Egal, lass ich einfach mal so. Finde ich auch ziemlich witzig, mit so einem FUV zu spielen. Weil ich habe halt, wie gesagt, eben zweimal City da aufgenommen. Wow, das war nice von ihm. Ziemlich gut gemacht. Da komme ich nicht ran, egal. Ich habe jetzt irgendwie totalen Ohrendruck, das ist total unangenehm. Ja, ist mir egal, dann fliege ich. Mann, das ist mir nicht egal. Jetzt haben wir sie so ein bisschen. Komm, komm. Nein. Ja, hör doch auf. Bist eh gleich unten. Komm. So. Hey, warum treffe ich den nicht? Jetzt. Da ist er unten. Ja, komm ruhig her. Komm ruhig her, kleiner Mann. Mist, da bin ich unten. Warum habe ich denn jetzt weißes Glas? Achso, weil ich das abgebaut habe. Das wäre so ein Cobblestone oder so. Genau, was ich euch noch fragen wollte, und zwar, das ist bezüglich des neuen Spielmodus auf Gomme, Mindbreak, es gab ja die Minecraft-Euler und ich verstehe überhaupt nicht, wie es dazu kommen kann, dass es jetzt wieder so ist, dass dieser Spielmodus nur von Premiums erspielt werden kann. Ich habe zwar Lifetime-Premium, für mich ist kein Problem, aber ich finde es irgendwie ein bisschen komisch für die anderen, dass sie das jetzt nicht spielen können, weil soweit ich weiß, ist seit der Euler das so, dass man schon allen Spielern den gleichen, also jeder Spieler muss auf alle Welten des Servers Zugriff haben. Da verstehe ich jetzt nicht, warum das so okay ist. Ich habe jetzt einfach mal einen Trick. Guckt euch das an, Alter. Jetzt kommt der Baba. Wartet. So. So, der nächste. Gut. Und jetzt gleich der nächste. Oh, schade. Schade. Okay, ich schaff's trotzdem wieder dahin. Ist ja ein mega guter Trick gewesen. Komm ruhig her. Ich zerstöre kurz die Festung und dann gehe ich hier wieder weg. Gut, hab ein bisschen die Festung zerstört. Gehe ich einfach wieder im Weg darüber. Muss sagen, es war eine ziemlich gute Idee von mir. Ich gehe kurz runter, hab keinen Bock. Obwohl, Mist, es geht ja auf mich rauf, wenn ich runterspringe. Wo bin ich eigentlich in welchem Team? Rot haben wir nur einen Punkt. Mann,
Wir verlieren irgendwie immer, wir sind irgendwie richtig schlecht. Ich glaube, man darf nur bestimmt mal runterfallen. Wir hatten nur noch 3 Mal, die dürfen noch 28 Mal. Ich weiß nicht genau, wie es läuft. Auf jeden Fall, das Video hat 15 Minuten jetzt erreicht. Ich denke mal, das war ein cooles Video, auch weil es Shader hat, schreibt auf jeden Fall, ob ihr so eine kleinen Modis, ich meine hier, ich habe ja trotzdem noch AC-FPS, ob ihr sowas, ich lasse einfach mal hier, sieht eigentlich ziemlich cool aus, ob ihr sowas mit Shader sehen wollt, Survival Games auf SG7 zum Beispiel, würde jetzt nicht mit so einem Shader gehen, weil SG7 leckt bei mir allgemein ein bisschen, verstehe auch nicht warum, also habt vielleicht 300 FPS ohne Shader und dann Aufnahme mit Shader geht überhaupt nicht, also geht schon, aber nicht auf so schönen Einstellungen. Ja, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, ob ihr das da, ob ihr da Fragen habt. Also schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare alles, was ihr wissen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.